Ja. Also weiter geht's mit dem zweiten Teil hier. Es geht jetzt um extensionale Typtheorie. Die Basics von extensionaler Typtheorie habt ihr schon alle verinnerlicht, weil ihr statisch die typische Programmiersprache kennt. Das heißt, es gibt nicht mehr irgendwie nur eine Art von Sache, nämlich Mengen, sondern es gibt zwei Arten von Sachen. Werte und Typen. Jeder Wert ist von genau einem Typ. Das ist die fundamentale Sache. Ebenfalls fundamental, es gibt kein globales Gleichheitsprädikat. Was ist damit gemeint? In Mengenlehre kann ich je zwei Objekte nehmen, also je zwei Mengen, und mich dann fragen, ob sie gleich sind oder nicht. Und das sind wieder, wie vorhin auch schon besprochen, völlig langweilige, komische Fragen aus mathematischer Sicht. Ich kann mich fragen, ob 2 gleich Pi ist, und die Antwort wird davon abhängen, wie ich die ganzen Grundlegungen gemacht habe. Ja? Also die Antwort könnte ja sein, obwohl anschaulich die Zahl 2 ungleich ist zur Zahl Pi. In Typtheorie kann man nur solche Werte miteinander vergleichen, die vom selben Typ sind. Ich kann zwar Ints vergleichen, ich kann zwar Strings vergleichen. Also ich kann nicht String mit dem Int vergleichen. Das kann ich gar nicht hinschreiben, das gibt schon zu Compile-Zeiten einen Fehler. Ja. Okay, und aus meiner Sicht also, ist Typtheorie das, was alle Mathematiker auf der Welt verwenden, ohne es unbedingt zu wissen. Die meisten Mathematiker sind ja keine Logiker, deswegen sind sie nicht so reflektiert in dem, was sie eigentlich tun. Aber ich bin der Meinung, dass die mathematische Praxis sehr, sehr gut von Typtheorie geschrieben wird und nicht so gut von Mengenlehre. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man wirklich ein Typsystem. Also wenn ich jetzt x mit y vergleiche, ja. Sind die dann für deinen Film, müssen die exakt den gleichen Typen haben? Die müssen genau den Typen haben. Sonst es darf gibt ja auch Typtheorien, sagen wir mal in Scala und in Java, darf ich etwa Köln vergleichen, in Coq auch. Da gibt es Jean Major, Galilei, Jean Major. Aber in der Wolgotsky-Typtheorie gibt es das nicht, oder? Wenn ich x und y vergleichen kann, die Gleichheit haben die auch den gleichen Typen. Genau, also als Note, die Pause, wenn ich mich fragen darf, müssen sie den gleichen Typen haben. Für deinen Film ist das super, meins auch. Ja, das gleiche genau. Prädikat ist definiert, alles ins Nimmt. Aber ich meine, man kann Typtheorie erweitern, man kann zum Beispiel auch durch Untertypen erweitern und dann können das zum Beispiel. Die Frage ist halt, ob das Leibniz-Prädikat A nach Aussage ist, ja. Oder A nach B nach Aussage. Beides ist möglich in Typtheorie. Ja, genau. Aber du empfindest auch so, das muss A nach in A Form nach. Sein. Ja, genau. Ich hatte gestern das Problem, dass ich gedacht habe, ich mache einen Fehler, Pass-Error-Typ, ja. Der hatte irgendwie Other Pass-Error. Ja. Und dann dachte ich mir so, jetzt will ich einen anderen von der vorigen Fehler irgendwie da reinstecken. Das heißt, ich mache for all a, show a equal a und dann other error a, also einen existenziellen Typ. Das heißt, es kann jeder Typ jetzt da rein, der show implementiert, also den ich anzeigen kann, den ich vergleichen kann. Show zu implementieren war einfach, weil show nimmt ein a und wandelt es in String um, aber equal zu definieren war unmöglich, weil es nimmt nämlich ein x, ein y vom Typ a und schaut, ob sie gleich sind. Jetzt habe ich aber ein x und ein y, die nicht unbedingt gleich gleichen Typen haben müssen. Genau. Und das ist nicht möglich, das zu definieren. Doch, mit Teilbefehl, aber da dachte ich mir so, nein, jetzt höre ich auf. Also in Scala kann man das machen. Es geht auch mit schau das eine, schau das andere und dann ist gleich schau sie gleich. Java Legacy. Nein. Einfach nein. Ja, equals hash to hash. Nein. Das schneiden wir raus aus dem Video. Aber da musst du natürlich noch beweisen, dass das Diagramm kommutiert. Das Lustige, die einzige Stack Overflow-Frage, die es zum Thema gibt auf Stack Overflow in Haskell, die macht es so und die erst die einzige Antwort heißt, ja, das kann man schon so machen. Oder du machst Read von Show von X gleich Y. Und dann rufst du noch Perl auf. Ja, und dann ist das Ganze natürlich in Isabel, weil in Isabel kann man ja alles machen. Da sind wir wieder beim Thema Yolomorphismus angekommen. Ja, also, das ist schon wichtig. Ja. Also, du bist auch pragmatisch. Du hast die Gleichheit. Ja. Und das ist ganz wichtig, ein wichtiges mathematisches Konzept. Und diese Sauereien, dass man da entweder Repräsentationen anschaut oder das Pointer Equality wirklich macht, das ist alles Bullshit. Ja. Man soll vielleicht hier noch dazu sagen, es gibt einfach sehr, sehr viele Spielarten von Typtheorie. Ich stelle mir jetzt im Hintergrund immer eine bestimmte vor, nämlich extensionale Martin-Löf-Typtheorie. Und die hat auch nochmal positive Varianten. Also das heißt, man kann da schon auch nochmal an den Sachen ändern, aber im Rest des Vortrags, wenn ich extensionale Typtheorie meine, dann meine ich extensionale Martin-Löf-Typtheorie. Und Martin-Löf ist unten rechts übrigens abgegeben. Okay, wie sieht so eine Typtheorie aus? Dazu müssen wir auf den Wiki gehen. Das beste Wiki dafür ist das N-Lab. Ne?
das hier. Ganz tolles Team. Und das scroll ich euch mal hin. Hier. Ich will euch einfach mal so einen kleinen Crashkurs geben, wie man so die Axiome von Typtheorie, wie man die eigentlich verstehen kann. Ich finde, da ist einfach der Abstand zu dem, was man sonst so an mathematischen Formen kennt, so groß und es lohnt sich darüber, was zu sprechen. Ein bisschen was in die Richtung hat Cornelius schon mal in seinem Vortrag vor einiger Zeit gemacht. Da gab es auch schon solche komischen Sachen mit horizontalen Strichen. Aber wir wollen hier einfach das ein bisschen genauer noch verstehen. Was diese Regel hier auch aussagt, ist, dass immer wenn man zwei Typen A und B hat, dass man dann auch den Produkttyp A kreuz B oder im Haskell A, B, den Produkttyp der Tupel bilden kann. Und das liest man so. Oberhalb des Striches stehen immer die Voraussetzungen, unterhalb des Striches die Konklusion, die man rausziehen kann. Und das hier liest sich so, wenn A ein Typ ist und wenn B ein Typ ist, dann gibt es einen neuen Typ, den wir A kreuz B nennen. Was dieser Typ genau ist, was der macht, was der kann, ist durch diese eine Zeile hier noch nicht festgelegt. Das kommt jetzt gleich. Das definiert einfach nur, dass es einen Typkonstruktor gibt, nämlich Kreuz. Und gegeben zwei Typen kommt ein neuer Typ raus. Also das ist Syntax und Semantik kommt noch. Genau. Und das, was ist denn ein großes Sieg? Genau. Das ist eine sehr wichtige Frage. Das ist eine Formierungsregel. Das ist eine Formierungsregel. Ja. Das ist ein Beweisschritt, der sagt, dass ich zwei einzelne Typen zu Produkttyp zusammensetzen darf. Und genau. Das macht man mit einem logischen System. Genau. Das ist also nicht eine Syntax, das ist ein logischer Schluss hier. Ja, okay. Das ist eine Formierungsregel. Ja, das ist eine Formierungsregel. Genau. Das ist ein Beweisschritt, dass das Kreuz hier wohl in Form ist. Genau. Es ist nur, also das ist jetzt in Definition kein Beweis von irgendwas. Also das ist axiomatisch, das wird gefordert. Das sagt letztendlich, dass Kreuz ein zweistelliger Typkonstruktor ist. Aber das ist ein Inferenzschritt in der Typtheorie, in dieser Form von Typtheorie. Wohl nicht, wohl ist das Syntax. Da sagt der Parser, okay, das ist zweistellig, okay, da mache ich keinen Beweis. Wenn ich sowas mit Inferenzregeln erlaube, kann ich sehr viel komplexere Typen nachher formen. Genau, und dann kommt zum Beispiel Atomtypen. Ja, also. Die theoretischen Informatiker, die... Ja, je nachdem, aber auch theoretisch Informatik sind sie, aber... Ich habe immer noch die Webseite gesetzt. Siehst du diesen Punkt da? Den da? Ja, und das danach ist mit Doppelpunkt gemacht, was ja schön ist. Und dann darunter ist Widersatz, ist aber ohne Doppelpunkt. Ja, ja. Es gibt sehr viele Akademiker, die können irgendwie kaum Technik und sie wurschteln das immer so hin, bis es passt und dann passt es nie wieder an. Das NLAP hat einen ganz schönen Charme für mich. Also normalerweise würde ich dir zustimmen, das ist super hässlich, aber... das NLAP sind quasi sogenannte Lab-Notizen. Ja? Und ich finde es ganz wichtig beim NLAP, dass nicht alle Kommata und Punkte stimmen. Das finde ich ganz wichtig. Das Problem ist, manchmal will ich einfach kurz eine Einsicht festhalten. Ich habe irgendwas gesehen, wenn ich Schema im klassischen Sinn definiere, dann ausnüchtere, dann kommt Schema im Grundindexsinn raus. Dann will ich kurz aufschreiben. Und wenn jetzt alles so super makellos aussieht und gepflegt ist, ja, dann kann ich das nicht mal kurz aufschreiben. Dann muss ich aufschreiben. Dann muss ich mir sagen, okay, jetzt habe ich 20 Minuten Zeit, jetzt teste ich das schön. Ja? Und wenn aber durchaus manchmal Kommafehler da sind, dann kann ich es einfach so schön hinschreiben. Das ist ein Denken so ein bisschen was anderes. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass im NLAP manchmal um Komma. Ich korrigiere dich schon, wenn ich sie sehe. So ist es nicht. Ja? Aber bestimmt gut. Ich habe auch extra eine Programmchen, die ich von der Kommandozeile aus das NLAP editieren kann, weil es halt im Browser super langsam ist, wenn hier immer das Mathe gerendert wird, um ihn genau solche Themen. Aber also, du sagst, dass das Menschen schreibt, sondern dass es eine Markov-Chain integriert ist auf irgendwelchen Kategorien. Das wäre sehr geil, aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die das schreiben. Eine Gruppe. Keine Kanoide, eine Kanoide. Also wenn ich einen Schreiber habe und noch einen Schreiber, dann kann ich die zusammentun zu einem neuen Schreiber. Das ist besonders witzig, weil einer der Hauptmenschen, die da aktiv sind, hat den Namen Urs Schreiber. Okay. Eben hat sich gerade noch eine Frage angebahnt, nämlich was ist dieses Zeichen, was bedeutet das? Das ist ein großes Gamma. Und Gamma ist der Kontext. Links von dem Turnstile steht der Kontext. Was ist Kontext? Kontext ist einfach eine Ansammlung an Variablen, die gerade im Scope sind. Also dieses Groß A hier, das sieht aus wie ein fertiger Buchstabe. Das ist, vor dem Doppelpunkt mit dem Gamma zusammen. Also, Gen A. Man sollte vielleicht sagen, wie das gepasst werden muss. Ne? Also A, Doppelpunkt, Type, das gehört zusammen. Okay. Ja? Und man spricht das hier so aus. Im Kontext Gamma haben wir das Judgment, wie heißt das auf Deutsch? Das Urteil, dass A ein Typ ist.
im Kontext Gamma haben wir das Urteil, dass A ein Typ ist. Ja, lustig, ja, war das mal herleitbar, glaube ich. Ja. Nur damit ist ja Typ wieder kein. So jetzt hier geschrieben, genau, aber statt Doppelpunkt hätte man auch schreiben können, A ist ein Typ oder ein neues Zeichen vereinbaren. Dann ist es noch nicht formalisiert, sondern von nur. Ja. Das ist die Frage, wie uniform du die Typ-Theorie betreibst. Ja. Also ich würde es jetzt auch nur als Notation auffassen, ja. Also Wissen im Kontext Gamma A, ja. B sind Typen, dann ist also A kreuz genau. B-Typ, das ist also wirklich nur. Ja. Gut, also wenn du willst, kannst du da quasi mehr reinlesen und sagen, aha, wir haben hier ein Keinsystem. Und wir sagen hier, und verwenden hier den Kind-Type, den Haskell Sternchen genannt. Das kannst du machen, musst du aber nicht. Du kannst alles eine Ebene einfach sagen und du sagst einfach, das ist Notation, um hinzuschreiben, dass Groß A ein Typ ist. Nur noch mal kurz auf das Gamma zurückzukommen. Das A sieht ja aus wie ein fertiger Buchstabe, aber in Wahrheit kann A ein längerer Term sein, ein längerer Ausdruck. Und in diesem Ausdruck können Variablen vorkommen. Aber nicht beliebige, sondern nur die Variablen, die in dem Kontext Groß Gamma. Gut, also so ist der Produkttyp definiert, so kann ich ihn einführen. Jetzt geht es aber weiter. Das Gamma dann zum Beispiel, was mit for all A, for all B, das bei Haskell. Das ist ein konkreter Kontext aus definierten Variablen. Ja, es ist wirklich eine Liste im wörtlichen Sinne von Variablen zusammen mit ihrem Typ. Ja, genau. Immer halt genau. Wenn wir jetzt schon eine Liste haben, Compiler sprechen, wäre es wahrscheinlich also eine Symboltabelle. Genau, ist das eine endliche Liste notwendig? Endliche Liste. Also man kann lange, da gibt es auch verschiedene Schulen von Typ-Theorie, was das Gamma wirklich sein darf, aber das ist halt, sagen wir mal, die Liste der Deklarationen, die im Scope gerade genau. bekannt sind. Genau. Und daraus darf ich dann Variablen. Genau. Keine undeklarierten Variablen benutzen oder so. Ja. Das ist normalerweise implizit, wenn ich das implementiere, ist das das, was der Compiler oder der Checker dann halt genau. Jetzt haben wir hier die nächste Regel. Die sagt uns, wie die Werte von diesem Typ A kreuz B geschaffen sind. Ich lese das mal vor. Also, wenn wir im Kontext Gamma das Urteil fällen können, dass A ein Typ ist, und wenn wir im Kontext Gamma das Urteil fällen können, dass B ein Typ ist, dann wissen wir nach dem obigen schon, dass wir im Kontext Gamma auch das Urteil fällen können, dass A kreuz B ein Typ ist. Aber jetzt geht es noch weiter. In dem erweiterten Kontext, wo groß Gamma drin steckt, aber dann noch eine Variable x vom Typ A und eine Variable y vom Typ B. In diesem größeren Kontext können wir diesen neuen Wert bilden, spitze Klammer von x, y. Und das ist dann ein Wert vom Typ A kreuz B. Jetzt sehen wir also, dass wir immer Tupel bilden können. Und dass die Tupel dann eben Werte von dem Produkttyp sind. Und jetzt geht es noch weiter. Man muss nämlich auch rauskommen können. Das passiert hier und dort. Wenn wir wieder urteilen können, dass A und B Typen sind, und wenn wir einen Wert vom Typ A kreuz B haben, dann kriegen wir einen neuen Wert, genannt P1 von T, in Haskell First von T, welcher dann vom Typ A ist. Und auf der rechten Seite analog mit der zweiten Komponente. Das ist die Projektion, genauso wie bei relationaler. Genau, richtig. Projektion auf die erste oder zweite Komponente. Das ist eine axiomatische Erklärung, genau. Wie das zu typisieren ist. Genau, richtig. Das ist einfach nur die Vorschrift, also was ich Neues jetzt hinschreiben kann. Insbesondere, was noch fehlt, ist eine Verbindung zwischen dem Tupel hier und P1 und P2. Noch ist nicht gesagt, dass P1 wirklich die Projektion auf die erste Komponente ist. Noch ist nicht gesagt, dass P1 von spitze Klammer x und y gleich x ist. Mhm, ja. Das folgt nochmal hier unten. Hier leider einfach englisch geschrieben, man müsste das eigentlich auch nochmal wieder mit so einem schönen Strich weitermachen. Ja? Genau, das sind Computational Rules. Man sagt, P1 von dem Tupel x und y soll x sein und P2 von diesem Tupel soll y sein. Was ist das gleiche Symbol? Das gleiche Symbol ist das, das ist natürlich eine wichtige Frage. Das Gleichheitssymbol in extensionaler Typtheorie. Das meint also hier noch Folgendes. Hier haben wir Typen eingeführt, ja? Aber es gibt noch was anderes neben Werten und Typen, nämlich Aussagen, Propositions. Aussagen unterliegen auch wieder gewissen Regeln, wie man überhaupt Aussagen bilden kann. Zum Beispiel, wenn man zwei Aussagen hat, kann man auch die Konjunktion der beiden bilden, die Aussage und diese Aussage. Und es gibt auch Regeln, die zeige ich euch auch gleich noch, für wann solche Aussagen als wahr gelten. Ja?
Und insbesondere gibt es überhaupt eine Regel, dass wenn man zwei Werte vom selben Typ hat, dass man dann die Aussage bilden kann, dass sie gleich sind. Das ist hier nicht gezeigt. Und jetzt gibt es hier das Axiom, das man herleiten kann im Kontext Gamma und noch diesen beiden Variablen, dass P1 und Y gleich ist. Okay, und so gibt es für jeden Typkonstruktor, den man in der Mathematik oder auch beim Programmieren so verwendet, jeweils einen so einen Satz an Axiomen, die man sich herleiten muss. Ja? Immer irgendwie, wie man den Typ einführt, wie man Werte vom Typ einführt, wie man die Werte eliminiert und dann Computational Rules, wie die Kompatibilität regeln von diesen Regeln und diesen Regeln. Für den Typ und für jeden Konstruktor? Genau. Also tatsächlich auch für jeden Datentyp, den ich definiere, genau. Den Regelsatz. Richtig, genau. Wobei fortgeschrittene Typtheorien das dann so machen, dass sie quasi unterstützen, sowas wie eine Schablone unterstützen. Dass du nur sagst, okay, ich will mal wieder zum tausendsten Mal heute einen unnötigen Typ definieren, der hat folgende Fälle, Nil und Cons, und dann kommt automatisch quasi der Typ dazu raus. Ich will euch noch eine zweite Sache zeigen. Vielleicht hier ein Beispiel, wie man den abhängigen Typ hier beschreibt, in diesem Kontext. Stellt euch vor, im Kontext Gamma zusammen mit einer Variable x, die vom Typ A ist, haben wir einen Typ b von x gegeben. Also b von x ist ein Typ, ist ein Ausdruck, ist eine längere Expression für Typ, aber in dieser Expression kommt auch das x von x vom Typ A. In dieser Situation können wir einen neuen Typ bauen, einen neuen Typ im Kontext Gamma. Beobachtet, hier kommt das x nicht mehr vor. Und zwar ist das der abhängige Produkttyp. Produkt x Doppelpunkt A b von x. Das x ist jetzt gebunden auf der rechten Seite. Es ist keine freie Variable mehr, es kommt nicht im Kontext vor. So ist einfach dieser Typ eingeführt. Und jetzt könnte man genauso, wie ich es eben auch für das Produkttyp gemacht habe, hier noch die weiteren Regeln hinschreiben, die dieses abhängige Produkt unterworfen ist. Was macht jetzt das große Pi? Das ist einfach jetzt die Bezeichnung, so wie Kreuz vorher die Bezeichnung war. Kann mir da jede Bezeichnung ausdenken. Die Vorstellung hiervon ist folgendes. Ein Wert von diesem Typ ist eine Funktion, die jedem x vom Typ A irgendein Ergebnis zuordnet. Und welchen Typ muss das Ergebnis haben? Das Ergebnis muss vom Typ sein b von x. Und du siehst also, die Werte von dieser Funktion, wir haben immer einen anderen Typ. Der hängt nämlich auch von x ab. Deswegen ab und x. So schnell wie ein kann das schreiben. Ich gucke sie A, B von X ist die Menge aller L. Das ist immer das dritte Semester oder was? Ja. Genau. Also das ist die Menge aller Funktionen von A nach in irgendeine krasse Obermenge, sodass f von x in b von x liegt für alle x aus A. Ja. Ich weiß. Das ist das Abhängige. So eine abhängige Funktion überhaupt, und man darf für jedes x sagen, wo es dann drin liegt. Genau. Es gibt auch die abhängige Summe. Die ist vielleicht ein bisschen einfacher. Das sind Tupel, ja? Wobei vorne und hinten was steht. Vorne ist etwas aus A und das hintere Y, das muss auch in der Menge drin liegen, aber in welcher, das hängt von X ab. Y liegt nämlich in B von X. Das ist die abhängige Summe. Das ist die abhängige Summe, das ist das abhängige Produkt. Moment, warum ist das jetzt genau eine Summe? Ich habe doch einen Tupel. Ich weiß schon, ja genau. Das ist ein Tag. Das ist ein Tag, genau. Aber was du gerade angesprochen hast, ist folgendes. Im Spezialfall, dass das b von x hier doch nicht von b abhängt, kommt einfach welcher Typ raus? Im Spezialfall, dass das b von x nicht von x abhängt? Der b? Nein, ein bisschen komplizierter, weil wir haben trotzdem Tupel. Aber hier ist halt ein bisschen angereichert.
wenn ich dann über Beweise rede, dass ich auf welche Art ich das interpretiere, dann rede ich über die Implementierung dieser mathematischen Wahrheit. Ja. Okay, also es gibt keine Aussagen mehr, aber es gibt sowas Ähnliches, ja. Wenn ich zeigen will, im anschaulichen Sinne gesprochen, dass x und y gleich sind, dann gebe ich einen Wert an, einen Wert von dem Gleichheitstyp, mit x, y oder auch so geschrieben. Ist der irgendwie definiert, dieser Gleichheitstyp? Ja, genau. Natürlich, genau wie der Produkttyp gerade eben definiert wurde, durch so 5 Regeln, ist auch der Gleichheitstyp definiert, durch ähnliche 5 Regeln. Und ich habe noch ein Beispiel dazu da, mal schauen, ob wir dazu kommen noch. Sonst nächstes Mal. Also der wird axiomatisch postuliert, genau. Gleich hast du die üblichen Eigenschaften. Genau. So eine Formierung, die wir vorhin gesehen haben, und dann eben dieses Axiom, dass der Reffelterm das Ding ist, um, also der eigentliche Weg, um sowas zu kommunizieren. Genau. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, sich anzuschauen, was jetzt die Regeln sind für diesen Gleichheitstyp. Für ganz kurz für Produkttypen, für Tupeltypen, ja, kennen wir die Regeln auswendig, auch wenn wir sie nicht vielleicht hinschreiben könnten, weil wir nicht in Logik geschult sind, aber trotzdem wissen alle, was der Produkttyp soll und was der macht und was der kann, ja, sind halt Tupel drin. Beim Gleichheitstyp, da haben wir diese Intuition zunächst nicht, es sei denn, wir hatten halt irgendwie sehr krasse Eltern, ja. Aber deswegen müsste man sich da eigentlich schon sehr genau. Französisch oder Schwedisch. Ja. Ich will euch, oder Zau jetzt? Das quasi jetzt Aufraum für verschiedene Gleichheitsformen. Ja, genau. Es gibt hier immer diesen kanonischen Repräsentanten, diesen kanonischen Wert, aber es kann gut sein, dass dieser Gleichheitstyp noch viele weitere Werte auch enthält. Nicht nur den kanonischen Zeugen der Gleichheit. Bevor wir weitermachen, will ich euch noch zeigen, wie man kompliziertere Aussagen beschreiben kann. Also x gleich y, das ist ja die elementarste Art von Aussage. Aber man will vielleicht was Komplizierteres dazu beschreiben, zum Beispiel, dass x gleich y ist und dass a gleich b ist. Wie mache ich denn das? Das macht man so. Das Kreuz hier ist der Produkttyp, wie wir ihn vorher hatten. Ganz normal. Links und rechts vom Kreuz stehen zwei Typen, jeweils Identitätstypen. Was wäre ein Wert von diesem Produkttyp? Ein Wert von diesem Produkttyp ist ein Tupel, bestehend aus zwei Komponenten, vorne und hinten. Vorne steht etwas, da steht ein Wert von diesem Typ drin, hinten ein Wert von diesem Typ. Das heißt, vorne steht ein Beweis drin, dass x gleich y ist, und hinten steht ein Beweis drin, dass a gleich b ist. Und jetzt ist was ganz, ganz Tolles passiert. Nämlich, wir brauchen keine Logik mehr. Die Logik ist jetzt schon eingebaut in die Typtheorie. In extensionaler Typtheorie hatten wir Werte und Typen und dann außerdem nochmal viele Regeln für die Aussage, wie man die bildet, wann die wahr sind, das war diese Folie mit den Pinguinen. Ja? In intentionaler Typtheorie gibt es das nicht mehr, es gibt nur noch Werte und Typen. Und die Logik kommt gratis frei Haus mit. Der Produkttyp entspricht sozusagen der Konjunktion. Ja? Ein Wert hiervon besteht aus dem Beweis, dass x gleich y ist und dass a gleich b ist. Und Disjunktion, also Veroderung, ja, geht auch. Das würde ich jetzt zum Beispiel so schreiben. Ich erlaube mir gerade ein bisschen Erstbegründung. Ein Wert von diesem Typ ist nämlich entweder ein Wert von dem oder ein Wert von dem. Ja, mit dem Left und Right davor geschrieben. Also ein Wert hiervon ist entweder ein Wert, ein Zeuge, dass x gleich y ist, oder ein Zeuge, dass a gleich b ist. Ja. Gut, ich habe jetzt zwei Fragen. Die erste Frage ist, sehe ich das richtig, dass wenn ich jetzt im Haskell diese ganzen Extensions anmache, dann habe ich ja was Intentionaltiges von der Theorie her. Weil ich kann ja diese Konstruktion mit diesem Qualitätsteil da auch machen. Okay. Das stimmt. Es ist wahrscheinlich komplizierter als das, aber das reicht mir erstmal. Die zweite Frage ist, kann ich jetzt allein aufgrund dieser Definition von, oder aufgrund dieser Axiomatisierung von meinen Qualitätsteilen, sowas wie Symmetrie von genau. Herleiten oder muss genau. Auch noch axiomatisieren? Ich muss natürlich schon generell die Regeln für den Gleichheitstyp sagen, die habe ich jetzt nicht gesagt. Aber aus diesen Regeln folgt dann zum Beispiel die Symmetrie vom Gleichheitstyp. Okay, willst du sie noch zeigen oder ist das jetzt zu weit? Nein, ich will sie noch zeigen. Okay, gut, dann bin ich wohl. Ja. Der Gleichheitstyp, das können ja mehr als ein Element sein. Ja. Und was passiert dann da bei dem? Ja, dann hast du halt hier auch ganz viele Elemente. Dann kannst du vorne halt einen der 12 verschiedenen Beweise hin tun, warum x gleich y ist, und hinten einen der 4 verschiedenen
Warum war das so? Also musst du nur einen, das heißt. Ja, weil ein Wert hiervon ist ein Tupel bestehend aus einem Wert vorne und einem Wert hinten. Ah, okay. Ja. Wie kann man für alle machen? Also wenn ich klassisch geschrieben hätte, for all x in x gilt phi von x, ja? Wie würde ich das jetzt schreiben? Oder hier irgendeine komplizierte Aussage. Dann würde ich das jetzt mit einem abhängigen Produkttyp machen. Pi x Doppelpunkt h und dann das dann. Ja, weil ein Wert von diesem Typ ist eine Funktion, die ordnet jedem x aus a zu einen Wert hiervon. Und jetzt haben wir die universale Quantifikation in die Logik gebracht. Ohne wirklich nochmal logische Axiome zu bekommen. Aber ich brauche da eine Abstraktion, also ich brauche den Lambda-Kalkül. Genau, du brauchst den Lambda-Kalkül, aber den brauchst du sowieso. Ja, weil du ihn auf Typ-Ebene haben. Okay, super. Ja? Kann es sein, ich hatte das Gefühl, bei der extensionalen Typ-Theorie, da konnte man auch ohne abhängige Typen eigentlich sehr weit kommen und auch Mathe machen. Richtig, genau. Bei der intentionalen, da braucht man die abhängigen Typen unbedingt anders. Richtig, genau. Also zumindest wenn du irgendwas machen willst, was entfernt Mathe ist. Wie zum Beispiel Sachen, das dann nicht mehr. Genau, für die Quantoren. Für Gleichheitsfach auch, oder? Für Gleichheitsfach auch. Genau, weil it von XY schon ein abhängiger Typ ist. Ja, genau. Das wäre die Gleichheit so gemacht. Ja, genau. Dieser Name, ich dachte immer, der Name intentionale Typ-Theorie hängt an dieser Gleichheit. Genau. Aber du sagst, das ist sozusagen, dass die Logik generell, kannst du das nochmal präzisieren? Oder? Ja, also extensionale Mathematik-Theorie ist deswegen extensional, weil zum Beispiel Gleichheit nochmal ein externes Konzept ist. Ja? Wir können das Urteil bilden, dass zwei Werte vom selben Typ gleich sind und dann verschiedene Regeln, eben wann diese wann zwei Werte wirklich gleich sind, wann das Urteil stimmt. Und hier in intentionalen Mathematik-Theorie gibt es nicht Aussagen, dass zwei Werte gleich sind. Es gibt nur den Typ, den Identitätstyp. Und genau, und also das ist der erste Schritt und dann der zweite Schritt in Macarios Antwort. Man sieht, dass man die gesamte Logik, die man sonst nochmal draufpacken muss, entweder auf Mengenlehre oder auf extensionale Typ-Theorie, dass die schon eingebaut ist. Weil sowas wie das Und kann ich durch den Produkttyp darstellen, sowas wie das Oder durch den Summentyp, sowas wie für alle Quantifikationen durch ein abhängiges Produkt, sowas wie Existenzquantifikation durch abhängige Summen. Wie würde ich Negation da? Oder? Genau, Negation würdest du so machen. Zunächst mal bräuchtest du einen Typ Void, der keinerlei Werte hat. Ja? Und wenn du den hast und jetzt die Negation von A ausdrücken willst, dann nimmst du den normalen, nicht abhängigen Funktionstyp aus A folgt Void. Wenn du einen Wert hiervon hättest, dann wäre das, dann wäre eine Funktion, welche ein A abbilden würde, auf einen Wert des Typs, der gar keine Werte hat. Sowas geht nicht. Das heißt, wenn du einen Wert hiervon hast, dann hast du einen Beweis des A-Layers. Ja. Das ist irgendwie so falsch. Das ist der Funktionstyp. Ja, aber genau. Das ist ein abhängiges Produkt, was im Wald nicht abhängig ist. Maximalisch gesehen ist das schon einfach das Produkt. Oder? Das ist das abhängige Produkt, genau. Und den Pfeil beschreibt es nur so. Den, genau, das ist das. Okay, kann ich jetzt eine komische Frage an dich und Makarios gleichzeitig stellen? Alles klar, okay. Wie hängt das, was wir jetzt gesehen haben, damit zusammen, dass es im Volk verboten ist, leere Typen zu konstruieren? Ja. Nee, noch gar nicht. Also, wohl wäre, wenn du das als Logik auffasst, eine Logik, in der es keinen Volk gibt, weil die Typen nie leer sein können. Die Typen in Hohl sind nur Syntax. Also die Logik ist so weit reduziert, dass sie nur Syntax ist. Das ist einfach typisierter Lambda-Körper. Du betreibst keine Logik, es ist Aussagenlogik. Also die Beweisterme der Aussagenlogik, in der es kein Volk gibt, wird als Syntax für eine andere Logik genutzt. Aber es gibt viele Zusammenhänge, also die Hälfte von dem, was der Igor gerade erklärt hat, von der Idee, wie man Mathematik betreibt, kannst du in völlig anderen Systemen genauso machen. Das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast, zur Funktion. Also du kannst diese Ideen, die du jetzt auf Typ-Theorie beziehst, im Wohlmachen oder im Datentyp sparen. Also das ist sehr witzig, das Ganze. Das ist, wenn man noch nicht bei der Fundierung ist, die tatsächliche Fundierung der Mathematik leicht. Man arbeitet halt primordial mit Fundierung. Selbst die Fundierung ist noch nicht die Fundierung, sondern nur ein Spielfeld für Leute, die nichts
ist. Achso, ja, ja. Ich finde es auch spannend. Und von der Hälfte von dem, was du gesagt hast, weiß ich sofort, wie ich das wohl machen würde. Ja. So, wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil wir ja gleich lecker essen wie wollen. Deswegen kommen jetzt nur noch so ein paar Buzzwords. Und wenn ihr darauf Lust habt, sprechen wir jetzt vom Essen genauer oder nächstes Mal genauer. Also was wir jetzt bisher so ein bisschen gesehen haben, sind schon ein paar Argumente, warum intentionale Two-Theory cool ist. Und daher insbesondere warum Two-Theory cool ist. Weil man nicht mehr Logik als separates Ding braucht, sondern weil Logik schon eingebaut ist. Das ist krass und das ändert vollkommen die Sichtweise auf die Dinge. Es gibt nicht mehr Aussagen, sondern nur noch Werte und Typen. Und etwas zu beweisen bedeutet, etwas zu konstruieren, nämlich einen Wert zu konstruieren. Von dem Typ, der quasi die Aussage als Typ reifiziert. Ich habe noch ein paar andere Buzzwords mitgebracht, warum intentionale Typtheorie interessant ist. Nämlich unter anderem deswegen, weil es noch eine ganz andere Intuition gibt für den Identitätstyp. Man kann sich den nicht nur vorstellen als den Typ der Beweise, dass X gleich Y ist, als den Typ der Zeugen, dass X gleich Y ist, sondern auch als den Typ der Pfade von X nach Y. Man kann sich Werte immer als Punkte vorstellen. Hier könnte X sein, hier könnte Y sein. Und dann gibt es Pfade dazwischen. Zum Beispiel gibt es diesen Pfad. Es gibt auch diesen Pfad. Es gibt auch ganz komplizierte Pfade, die erst dreimal rumgehen und dann hier hinkommen. Und all diese Pfade können wir uns vorstellen als Werte von diesem Typ. Und das ist halt nicht nur irgendwie so eine Intuition, die mal hier so dran steht, sondern das ist die Spitze von einem ganz, ganz großen Eisberg, der eben dann Utopie-Typ-Theorie zu tun hat. Ich kann aber die Intuition nutzen, um euch ein Beispiel anzugeben für zwei Werte von so einem Identitätstyp, welche nicht gleich sind. Und zwar, wenn ich hier meinen Punkt X habe und hier meinen Punkt Y, dann könnte ich eine Schnur spannen von hier beim Gegnerpult durch und hier hin. Ja? Dann wäre das ein Pfad von X nach Y. Das wäre ein Pfad, also ein Wert von diesem Typ. Ich könnte aber auch eine andere Schnur spannen von hier einmal rüber hier hin. Jetzt habe ich den zweiten Ding angegeben und die sind wirklich nicht gleich. Weil egal wie ich an der Schnur zerre und ziehe, ich werde niemals schaffen, die eine Schnur zur anderen Schnur zu kriegen, weil da ist die Tischkante umgelegt. Ja? Der Pult ist irgendwie unendlich breit, oder? Ja, ja, unendlich. Genau. Ja, genau. Dagegen folgende zwei Pfade sind schon gleich. Folgende zwei Werte von Identitätstyp sind gleich. Es gibt also einen Zeugen in einem höheren Identitätstyp, der das nachweist. Einmal dieser Pfad von hier nach dort und dann folgender Pfad von hier ein bisschen höher nach dort. Die beiden Pfade sind gleich. Weil ich kann das durch leichte Deformation hinkriegen. Das ist die gleiche Sache. Das ist also nur die Spitze. Paar Sachen sind jetzt noch die. Das ist jetzt wichtig für Leute, die Homotopie-Theorie betreiben wollen. Okay, darf ich nochmal unterbrechen? Ja. Vorher hast du so ein paar grundlegende Sachen erklärt, wo so ein paar typische Fragen kamen. Ja. Typische Fragen. Ja. Und kannst du mal von Simon Thompson, schnell ich bei Google das eingeben, ich hatte schon mal Werbung gemacht, nur dass die mal alle Leute das gesehen haben. Das ist ein sehr schönes Buch, was die Illusion vermittelt. Simon Thompson, Functional Programming and Type Theory. Wenn du das suchst, und dieses Buch ist wie ein Schulbuch, es vermittelt die Illusion, als gäbe es nur eine Typtheorie und dann ja. Es vermittelt die Illusion, als hätte man alles verstanden, dieses ja. Buch. Mit dem Buch habe ich das selber gelernt, ja. 1992. Das mögen die Typtheoretiker nicht, weil es die Illusion vermittelt, dass alles ganz einfach wäre. Das ist aber zum Lernen dieser Materie, zumindest ich fand es sehr hilfreich. Und das Buch ist heutzutage nicht zum Download, weil es nicht mehr neu aufgelegt wurde. Das kann ich sehr empfehlen. Ich habe das in Papier hier zu Hause, aber das braucht man nicht. Also das PDF da unten. Und da werden all diese Regeln, die du vorhin gezeigt hast, und so ist das der Anhang. Und da werden genau diese Fragen, die da alle gestellt wurden, sehr schön erläutert. In verschiedenen Sichten. Das ist natürlich nicht die Sicht mit diesen Farben. Ja, genau. Das ist auch das Neue in Homotopie-Typ-Theorie. Wo man nur gesehen hat, dass man das in normaler intentionaler Homotopie-Typ-Theorie auch schon machen kann. Nur hat es niemand gemacht vor Reuer. Der hat das reaktiviert. Dieses Buch ist Martin Löff-Typ-Theorie. Und damals war die intentionale Typ-Theorie in und darum haben die das dann alle schlecht gefunden. Und heutzutage, also vielleicht müsste eine Neuauflage jetzt machen. Ja. Ich habe noch eine Folie, die ich euch nur zeige, unkommentiert. Wir haben nicht mehr die Zeit. Wir wollen auch gleich essen gehen. In intentionaler Typtheorie kann man induktive Datentyp-Definitionen treffen, so wie in Haskell auch.
Aber das Spannende ist jetzt, dass man auch recht komplexe Sachen ganz, ganz einfach machen kann. Die Kreislinie, ja, die ist in normaler Mengenlehre was sehr Kompliziertes. Also es ist eine Menge von reellen Zahlen, eine Menge von Paaren von reellen Zahlen, eine Menge von Punkten im R plus 2. Da haben wir schon ganz, ganz oft Mengen verschachtelt gebildet, um das zu überbauen. In Typtheorie, intentionaler, sind zwei Zeilen. Und das sind so ungemogelte zwei Zeilen. Das sind wirklich diese zwei Zeilen, man würde es im Englischen schreiben oder mit Strichen, aber es sind diese zwei Zeilen. Die Kreislinie wird erzeugt von einem Wert von diesem Typ, das ist der Nordpol oben am Kreis. Und dann einen Wert von dem Gleichheitstyp. Einen ausgezeichneten Pfad vom Nordpol zum Nordpol. Nicht der kanonische Pfad, den wir sowieso haben, der Reflexitätsbeweis, sondern ein neuer Pfad. Das wir können sie nicht erzeugen daraus, wir können nur sagen, dass sie... So, das ist die vollständige Definition der Kreislinie in intentionaler Typtheorie. So wie du auch in Haskell kannst du einen Datentyp machen, Data... So, Base ist wieder ein eigener... 6.0 direkt so ein Punkt, der Prinzipien ist. Ja, genau, genau. S0 habe ich auch bisher noch nicht definiert. Ja, das ist nichts Besonderes, die kommen ja sowieso. Genau. Die, Kreis, die Kugeloberfläche würde man so machen. Wir haben den Nordpol. Zum Nordpol haben wir außerdem geschenkt, das müssen wir nicht dazu schreiben, einen Reflexitätsbeweis. Das ist der Pfad vom Nordpol zum Nordpol, der auf der Stelle aber steht. Ja? Von hier die ganze Zeit hier stehen. Gut, und was wir jetzt noch dazu fordern, damit es die Kugeloberfläche wird, ist einen Zweigpfad von diesem Pfad zu diesem Pfad. Von diesem Pfad, der stehen bleibt, zu diesem Pfad, der stehen bleibt. Das ist dann die Kugeloberfläche. Torus, Donut, wird erzeugt durch den Nordpol, den ihr euch irgendwo hindecken könnt. Dann einen neuen Pfad so rum und einen anderen neuen Pfad so rum. Und dann noch die Aussage, ein Zweigpfad, das zuerst den Pfad zu gehen und dann den dasselbe wie hier. So, das müsste man kommentieren. Wir haben jetzt aber nicht die Zeit zu. Und auch das müsste man auf jeden Fall diskutieren, haben wir jetzt aber überhaupt nicht Zeit zu. Pfadinduktion. Ihr habt folgende Situation. Ihr wollt zeigen, dass für alle Werte von so einem Identitätstyp irgendwas stimmt. Das heißt, formal ausgedrückt, ihr wollt für alle Werte von diesen Sachen, wo meines X läuft, irgendwie hinten was nachweisen. Und was Pfadinduktion ganz grob sagt, ist, dass es genügt, dass im Spezialfall von dem Reflexivitätsnachweis. Das ist was sehr Spannendes, was wir diskutieren müssen, weil das ein komischer Konflikt ist. Andererseits habe ich euch gesagt, dass diese Identitätstypen viel mehr Wert enthalten können, als nur die Reflexivität, als der kanonische Nachweis. Andererseits erzähle ich euch jetzt, dass wenn man etwas nachweisen will, dass das was stimmt für alle Werte vom Identitätstyp, dass man OWDA sagen kann, dass der gegebene Wert vom Identitätstyp gleich dem Reflexitätszeugnis, dem kanonischen. Also das müssen wir länger besprechen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da haben wir jetzt aber nicht die Zeit zu. Ich schlage vor, wir hören jetzt auf, gehen zum Inner und besprechen dort alle Fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.